und gesprochenes Wort ohne Takt lippensynchron hinzukriegen, selbst wenn du es selber gesprochen hast, wenn das mehrere Sätze sind, ist es echt schwierig. Gut, dann Ren, hi Ren. Stimmt, die Stehlampen scheinen beliebt zu sein. Hier ist auch schon wieder ganz einfaches Ding, aber echt schön. Location. Es ist so viel wert, eine gute Location zu haben. Die ist echt spannend. Hier drüben haben wir diese Steinwand, die so aufgebrochen ist. Hier hinten bricht schon alles Mögliche auseinander. Der Lack ist ab. Und ja, hier noch nicht ganz so stark, aber es wird quasi graduell immer schlechter. Okay, ich bin gespannt. Es bleibt wohl alles in dem Raum und sie spielen mit Licht. Okay. Hi there, Ren. It's been a little while. Did you miss me? You thought you buried me, didn't you? Risky. Cause I always come back. Deep down, you know that. Deep down, you know I'm always in periphery. Ren, are you pleased to see me? It's been weeks since we spoke, bro. I know you need me. You're the sheep, I'm the shepherd. Not your place to lead me. Not your place to be batting off the hand that feeds me. Okay, das ist wahrscheinlich per Hand gemacht. Also, diese Lichter, die hier an ausgehen. Da gibt's übrigens, ach komm, ich find's immer spannend, ich erzähle euch kurz was. Moment, wie macht man sowas? Du hast eine Lampe im Raum und hast, Moment. Wie macht man sowas? Man hat eine Lampe im Raum, eine Stehlampe und will, dass sie zu bestimmten Zeiten an- und ausgeht. Dafür gibt es tatsächlich einfach Lampen, die ferngesteuert werden können. Wie hier zum Beispiel von Aperture. Man kann alle möglichen Farben einstellen, also ich kann jetzt hier auf alle Farben gehen, also LED-mäßig. Man sieht es gar nicht, weil hier. Ich kann die Helligkeit einstellen. Ich kann auch von weitem entscheiden, wann sie an- und ausgehen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach über mein Smartphone diese Lampe zu bedienen. Und ich kann sie halt auch einfach ausmachen von weitem. Das ist extrem praktisch. Davon kann man sich halt einfach ein Set kaufen, irgendwie, ne, wie viele man braucht für eine Produktion oder leihen. Und packt die halt einfach in diese Stehlampe zum Beispiel oder hier hinten rein. Gibt es verschiedene Größen und hat eine extreme Freiheit und kann auch mit einem einzigen Knopfdruck alle zum Flackern bringen, in verschiedenen Variationen. Man kann verschiedene Lichter, verschiedene Farben, man kann die einzeln ausgehen lassen, wenn jemand neben den Lampen hergeht, was halt ein cooler Effekt ist, wenn du neben der Lampe hergehst und die gehen dann links, rechts gehen die mal aus. Super cool, was man damit alles machen kann. Alles übers Smartphone, da kann man etliche Sachen einstellen. Und das Coole an diesen Lampen ist halt, man könnte jetzt wahrscheinlich auch sagen, man nimmt irgendwie diese Philips Smart Lampen, aber das ganze Ding, das ganze Smartphone, die ganze Smartphone-App von diesen Lampen ist natürlich darauf ausgelegt, dass du sie so benutzt. Normale Smartphone-Lampen sind ja, klar, machst mal lustig Farbwechsel, aber die kannst du halt nicht richtig geil programmieren. Die Dinge hier kannst du halt komplett für dein Filmset, für deine Musikvideosets oder was du vorhast, programmieren und Sachen einstellen. Das ist schon sehr entspannt. Aber genau, also klar, wenn man jetzt nicht das Budget hat, dafür nur eine Lampe braucht, jede Smartphone-Lampe tut's, mit der du diesen Quatsch machen kannst. Definitiv. Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself since my therapist told me I'm ill. And I've been making some progress lately. And I've learned some new coping skills. So I haven't really needed you much, man. I think we need to just step back and chill. Ren, you sound more insane than I. Ist ein bisschen wie Stan von Eminem damals. I do. You think that those doctors are really there to guide you? You've been through this a million times. Your civilian mind is so perfect to always being lied to. Okay, take another pill, boy. Drown yourself in the sound of white noise. Follow this 10-step.
Oh, krass nah dran. Okay, take another pill, boy. Drown yourself. Hier hat er, glaube ich, einen Soundcut gemacht. Also, weil so schnell sprechen, ich glaube, das geht nicht. Hier, nach dem Take Another Pill Boy, nach dem, auf dem, bei dem Crown, da kommt ja so ein harter Wortwechsel. Follow this 10-step program, rejoice, all your problems will be gone. Fucking dumb boy. Nah, mate, this time is different, man, trust me. I feel like things might be falling in place. And my music's been kinda doing bits too. Like I actually might do something great. And when I'm gone, maybe I'll be remembered for doing something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help. You think that you can amputate me? I am. Also gut, ist es relativ offensichtlich. Ich weiß gar nicht, ob ich dann sowas sagen soll, aber offensichtlich geht's ja um eine Schizophrenie. Und er ist ja mit sich selbst da im Gespräch und ich bin mal gespannt, ob da visuell noch mehr passiert, außer die Lampen. Also ich würde es mal wetten bei einem 9-Minuten-Video. You, you are me, you are I am we, we are one, split in two, that makes one, so you see. You gotta kill you if you wanna kill me. I'm not left over dinner, I'm not scraps on the side. Oh, your music is thriving, delusional guy. Where's your top 10 hit? Where's your interview with... Ich würde nicht mal Schizophrenie sagen, aber er hat doch gerade in dieser Sekunde hat doch genau das gesagt, oder? Oh, bro, wow, your Grammys ran nowhere. Yeah, but my music's not... Das ist halt ganz schön, ne, dass er... Dass wir hier ihn. Dass er. Haben die das nur mit einer. Also haben die das live gedreht? Hier ist ganz schön mit dem Licht. Also das finde ich echt ganz schön. Wir haben hier das Licht. Also hier ist es noch an. Hier geht es gerade aus. So, und er ist jetzt, kommt ja quasi aus dem Schatten. Licht geht an, er ist wieder dran. Ist schön. My music's not commercial like that. I never chase numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio. They never even play me, so why would I concern myself with that? But my music is really connecting. And the people who find it, respect it. And for me, that's enough, cause this life's been tough, so it gives me a purpose I can rest in. Man, you sound so pretentious. Ren, your music is so self-centered. No one wants to hear another song about how much you hate yourself. Trust me. You should be so lucky, having me inside you to guide you, remind you to manage expectations, provide you perspective. That thing you neglected, I get it. You wanna be a big deal, next Jimi Hendrix, forget it. Man, it's not like that, man, it's just like that, I'm inside. Ist auch schön, dass die Musik so mitspielt, ne? Also, dass das ganze Stück musikalisch ja immer auch das begleitet, also die Persönlichkeiten begleitet. I do you twice. No, it's not, man, you're wrong. Also er ist ja viel ruhiger in der Gitarre, im Spiel, auch im Schauspiel. When I write, I belong. Let me break the fourth wall by acknowledging this song. Ren sits down, has a stroke of genius. He wants to write a song that was not done previous. A battle with the subconscious. Eminem did it. Played. Ja. Okay, alles klar. Immerhin ist es ja auch noch, es wird auch noch anerkannt. Ah, von Eminem gibt es ja sogar mehrere Songs. Ich habe jetzt an Stan gedacht, weil der, glaube ich, so der bekannteste ist. On guitar. Plan B did it. Not done previous. A battle with the subconscious. Eminem did it. Played on guitar. Plan B did it. Man, you're not original. You criminal rip-off artist. Also, es ist wirklich schön, wie diese ganzen Unsicherheiten, die man doch mit sich hat, kann man natürlich auch so lesen, wie Angst schon geschrieben hat, da gegeneinander ausgespielt werden. The pinnacle of your success is stealing other people's material. Ren, mate, we've heard it all before. She sells seashells on the seashore. Fuck you. I don't need you. I don't need to hear this. Cause I'm fine by myself. I'm a genius. And I will be great. And I will make waves. And I'll shake up the whole world beneath us. That's right. Speak your truth. Your fucking God complex leaks out of you. It's refreshing to ask for you. Say it instead of downplay it. Music is all about the creative process. And if people can find something to relate to within that, then that's... Das ist so schwer. Was er jetzt gerade macht, im Playback zu machen. Das ist ja ein Playback. Er performt ja zu einem Playback. Und gesprochenes Wort ohne Takt, lippensynchron hinzukriegen, selbst wenn du es selber gesprochen hast, wenn das mehrere Sätze sind, ist es echt schwierig. Vielleicht haben sie auch deshalb so weit weggeschnitten, weil es ein, zweimal nicht ganz gesessen hat und dann versteckt sich das ein bisschen mehr. Aber es ist super schwierig. Something to relate to within that, then that's just a bonus. Fuck you, I'ma fucking kill you, Ren. Well, fucking kill me then, let's fucking have you, Ren. I'ma do it, watch me prove it. Who are you to doubt my music? Cause I call the shots, I choose if you die. Yeah, I call the shots and so I choose who survives. I'll tie you up in knots when I lock you inside. Newsflash. I was created at the dawn of creation. I am temptation. I am the snake. Ja, also, ich hätte gern noch mehr mit dem Licht, also, da geht noch so viel mehr. Ich kann Eden,
I am the reason for treason, beheading all kings. I am sin, with no rhyme or reason. Son of the morning, Lucifer, Antichrist. Jetzt passiert endlich mal was. Also finde ich ganz schön. Wir haben noch eine Ebene. Jetzt haben wir mal einen Zoom, wahrscheinlich digital, aber jetzt kommt mit den Lichtern mal ein bisschen mehr Bewegung rein. Father of lies, Mephistopheles, truth in a blender, deceitful pretender, the banished avenger, the righteous surrender. Ja, es wird immer dunkler, ne? Standing in front of my solar eclipse, my name is stitched to your lips, so you see, I won't bow to the will of a mortal, feeble and normal. You wanna kill me, I'm eternal and mortal. I live in every decision that catalyzes chaos, that causes division. I live inside death, the beginning of end. I am you, you are me, I am you, friend. Ist das sogar live? Das kann, also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn es am Anfang diesen einen Cut gab, also weil er, ne, weil einmal gerade diese nicht ganz so sauberen Töne mit drin waren. Und ich glaube, hier ist ein Mikrofon. Aber vielleicht haben sie einfach mehrfach performt, weil diese eine Stelle klang so gecuttet da am Anfang. Das kriegt man mit der Stimme nicht hin. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt wackelt die Kamera auch das erste Mal. Das ist nicht ganz spannend. Wir haben die ganze Zeit ja feste Kameras gehabt, jetzt kommt Bewegung rein. Hi Ren, I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself and I've spent half my life ill. But just as sure as the tide starts turning, just as sure as the night has dawned, just as sure as the rainfall soon runs dry when you stand in an eye of a storm. I was made to be tested and twisted. I was made to be broken and beat. I was made by his hand, it's all part of his plan that I stand on my own two feet. Warum ist das Mikrofon so offensichtlich platziert? Also, du, wenn du das live wirklich machst, dann willst du auch, dass man merkt, dass es live ist. Also eigentlich ist es ziemlich versteckt platziert. Man würde es eigentlich noch offensichtlicher machen, damit das Publikum auch weiß, der hat es wirklich performt. Genau, mit Sicherheit genau das, was Grüne Ente gerade schreibt, Cortex gerade schreibt. Live mehrere Takes, davon gehe ich auch aus. Trotzdem, am Anfang dieser Soundcard irritiert mich wirklich sehr. And you know me, my will is eternal. And you know me, you've met me before. Face to face with a beast, I will rise from the east and I'll settle on the ocean floor. Wahrscheinlich hatten die nur einen Kameramann oder eine Kamerafrau, weil die andere Kamera jetzt ja auch fest geblieben ist. Weil für das Konzept es ja natürlich auch spannend gewesen wäre, wenn jetzt alle Kameras dynamisch in die Bewegung gehen. And I go by many names also. Pedelli, ja, wenn ein Level eh links trage und dann rechts schaue, dann ist die Stimme weiter weg. Ich denke auch, dass es ein Playback ist, was nachher drunter gekommen ist, um dafür zu sorgen, dass der Sound immer gleich gut ist. Vielleicht hat er es auch einfach im Raum nochmal performt vor einem richtig guten Mikrofon. Aber dann haben sie halt den realen Raumklang, haben den realen Moment, wie er wirklich spielt. Some people know me as hope. Some people know me as the voice that you hear when you loosen the noose on the rope. And you know how I know that I'll prosper? Cause I stand here beside you today. Man merkt ja auch, dass er nicht ganz synchron ist. Und hier haben wir zwar einen guten Hinweis darauf, dass das nicht der gleiche Take ist die ganze Zeit. Das hätte ich auch eben schon sehen können. Der Kameramann steht direkt vor ihm. Hier natürlich nicht. Also, es müssen mehrere Takes sein. I have stood in the flames that cremated my brain and I didn't once flinch or shake. So coward the man I've become when I sing from the top of my lungs. That I won't retire, I'll stand in your fire, inspire that me to be strong. And when I am gone, I will rise. Guck mal, wie lange es gedauert hat. 6,5 Minuten, bis gesungen wird. Spannend. In the music that I left behind, ferocious, persistent, immortal like you, we're a coin into different sides.
When I was 17 years old, I shouted out into an empty room, into a blank canvas, that I would defeat the forces of evil. And for the next 10 years of my life, I suffered the consequences, with autoimmunity, illness, and psychosis. As I got older, I realized there were no real winners and there were no real losers in psychological warfare, but there were victims and there were students. It wasn't David versus Goliath. It was a pendulum, eternally swaying from the dark to the light. And the more intensely that the light shone, the darker the shadow it cast. It was never really a battle for me to win. It was an eternal dance. And like a dance, the more rigid I became, the harder it got. The more I cursed my clumsy footsteps, the more I struggled. So I got older and I learned to relax and I learned to soften, and that dance got easier. It is this eternal dance that separates human beings from angels, from demons, from gods. And I must not forget, we must not forget that we are human beings. Ja, cool. Also der Endtext hat mir am allerbesten gefallen, rein lyrisch, weil er ja auch Teil von dem Song offenbar ist. Mir ist gerade noch aufgefallen, die haben hier oben in die Ecke so zwei, weiß ich nicht, wahrscheinlich Dedo-Lights gehangen. Also es gibt hier diese Spots, einer hier und einer hier oben links, den man jetzt aber gerade nicht sieht, den man aber in dieser Ansprache hier einmal sieht. Da. Ja, interessantes Konzept. Das Ding hat 8,4 Millionen Aufrufe. Es hat offenbar ein Publikum gefunden und Leute überzeugt. Ich finde es auch super spannend von dem, was er inhaltlich da macht. Rein geschmacklich gefällt mir dieses Endstück am allerbesten. Nicht aus musikalischen Gründen, sondern weil mir der Text am besten gefällt. Das, was er hier erzählt, sehr, sehr gut. Und die Location, das jetzt sieht man mal, wie krass wichtig eine Location ist, die gut ist. Weil die machen ja wirklich sehr, sehr wenig. Es gibt diese zwei Lampen, auch wahrscheinlich bewusst, dass es nur zwei gibt. Die anderen hier außen nehme ich jetzt mal nicht mit, als Teil, weil die sind ja Teil der Kulisse, diese beiden Lampen. Also auch hier gibt es ja ein Konzept. Und als jemand, der so richtiger Konzeptfan ist, hätte ich es natürlich noch cooler gefunden, wenn man da noch konkreter mit umgegangen wäre, welche Lampe wofür steht oder visuell vielleicht noch ein bisschen was anderes gemacht hätte mit dem Licht. Aber das sieht mir so aus, als hätten die das einfach auch alleine gedreht. Also das sieht mir so aus, als hätten sie, ja, guck mal, hier steht's auch. Einer fürs Licht, einer für die Location, einer hier First AC und ein Cinematographer. Das wird der Kameramann, klar. Ein Kameramann, also ganz kleines Besteck, ganz kleines Team. Und das Video sieht super aus, coole Location, cooles Ding. Ich habe jetzt, glaube ich, einfach mit viel mehr Story und mit viel mehr Aufwand gerechnet, weil das so viele Klicks hat. Aber das ist natürlich Quatsch, das hat ja nichts miteinander zu tun. Ja, also gerade dieses Ende gefällt mir sehr. Tut mir leid, dass es keine deutschen Untertitel gab. Ich glaube, automatisch übersetzt ist nie eine gute Idee bei diesem Google-Ding. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was aus der Richtung noch kommt. Das scheint mir ein sehr interessanter junger Künstler zu sein.